Bäume, die eine Landschaft prägen, aber auch Städte und Straßen. Gefällt wird, der Baum zersägt wird, verliert der Baum seinen Namen. Und wir bezeichnen das Ganze dann als Holz. Aber Holz ist nicht gleich Holz. Es gibt eine Vielzahl von Holzarten. Und jede Holzart kann unterschiedlich genutzt werden. Holz ist ein universeller Werkstoff, was über die Jahrhunderte von der Menschheit verwendet wurde, bis heute. So ein Schrank, Material weiße Eiche. Es gibt eine warme, ruhige Atmosphäre. Es ist schön anzusehen. Holz ist ein organisches Material, das lebt und arbeitet. Vor der Verarbeitung, als auch später, zu was das Holz verarbeitet worden ist. Ohne Oberflächenschutz würde sich das Holz zersetzen. Das Garagentor steht schon seit über 30 Jahren. Mit den Jahren durch die Witterungseinflüsse hat das Ganze gelitten, trotz Oberflächenschutz. Die Tür ist über 60 Jahre alt. Durch den alten Oberflächenschutz hat die Türe seinen Zweck erfüllt und wird viele weitere Jahre seinen Zweck erfüllen, aber mit einem neuen Oberflächenschutz. Wir können diesen Holzwerkstoff unterschiedlich nutzen. Im Möbelbau, Schachfiguren, zum Heizen, zum Grill und vieles mehr. Ein Echtholzschrank ist nicht zu vergleichen mit einem Schrank aus der Massenproduktion. Ein Holzschrank wird uns überleben. Ein Schrank aus der Massenproduktion aber landet früher oder später auf der Straße wegen Defekte. Willkommen in der Wegwerfgesellschaft. Wir als Arbeitnehmer, wenn wir uns was leisten wollen im Bereich Echtholz, tja, dann müssen wir sehr tief in die Tasche greifen. Ich selber bin ein Arbeitnehmer, einer von. Ich sehe es einfach nicht mehr ein, kaufe, bezahle viel Geld für etwas, was nach einer Zeit zu Bruch geht und ich die ganze Scheiße auf die Straße tragen muss. Ich baue meine Möbel selbst, aber massiv. Man kann dann sagen, es ist ein Einzelstück. Und dann die Aussage, tja, bin nur ein Arbeitnehmer, einer von. Aber, um bauen zu können, muss ich erst einmal einen Ort schaffen, um bauen zu können. Diesen Ort habe ich und präsentiere auf diesem Kanal in vielen zahlreichen Episoden den Bau meiner ganzen Werkstatt.